Du wüsstest gern, womit der Schneeflugfahrer morgens zur Arbeit fährt. Und wenn Schwimmen doch so schlank macht, macht der Blauwal was verkehrt. Ob man schon mal Kaffeepausen in der Teefabrik gemacht hat und was passiert, wenn man sich zweimal halbtot gelacht hat. Womit packt man Styropor ein, bevor man es verschickt? Gibt's einen Grund, warum man Whiskers nicht mit Mäusegeschmack kriegt? Saure Sahnebecher mit Verfallsdatum, ja, die gibt es. Was spürt ein Schmetterling im Bauch, wenn er verliebt ist? Es gibt keine doofen Fragen, ich kann nur oft nichts dazu sagen. Aber das ist auch kein Drama, fragst du einfach deine Mama, denn die weiß das nur warum. Das weiß ich nicht so ganz genau, denn die allerschwerste Frage für einen Mann, die lautet, wie denkt eine Frau?